Das Zusammenwirken der Kompanie und die Ergebnisse der Ausbildung werden Ihnen hier mit einem Kompanieangriff auf die Häuserkampfanlage Angerer-Dorf veranschaulicht. Der taktische Kompaniekommandant gibt den Befehl für den Angriff an die Zugskommandanten weiter. Die Situation zwischen Rotland und Blaulandmilizen ist eskaliert. Die Blaulandmilizen haben die Ortschaft Angerer Dorf angegriffen, genommen und sämtliche Zivilbevölkerung aus der Ortschaft vertrieben. Sprich, alle Rotland-Bevölkerungsteile, die in dieser Ortschaft gelebt haben, wurden vertrieben. Die Befehlsausgabe endet und die Zugskommandanten gehen zu ihren Zügen zurück und geben den Befehl weiter an die Gruppenkommandanten. Genau. Auf der östlichen Seite und mit einem Trupp hier und bekämpfen Prioritätsziele auf der westlichen Seite. Gruppenkommandanten geben den Befehl, den sie vom Zugskommandanten erhalten haben, weiter an ihre Einsatzgruppe. Russentraf Alpha ist übernommen worden von Blau. Blau ist ein. Blau hat das Dorf komplett übernommen. Alle Zivilkräfte, Zivilisten etc. sind aus der Ortschaft geflohen. Somit nur Feind in der Ortschaft. Das heißt, für unsere Gruppe vorgehen mit Handgranaten möglich. Nachdem alle Soldaten der Kompanie über die Lage und den Auftrag informiert wurden, startet der Angriff und die Kompanie setzt sich in Bewegung. Die Kompanie hält an, der Unterstützungszug gliedert sich aus und gewinnt den Feuerstellungsraum, aus dem Feuerunterstützung gegeben wird.
Der Kompaniekommandant nimmt mit den beiden Zugskommandanten der Stoßzüge Einblick ins Gelände, um die gegebenen Befehle zu bestätigen oder Änderungen vorzunehmen. Nach dem Einblicknehmen ins Gelände und Beziehen des Unterstützungszuges eröffnet dieser das Feuer auf Befehl. Die erste Gruppe des ersten Stoßzuges beginnt mit dem Angriff auf die Ortskampfanlage, nachdem der Unterstützungszug das Feuer verlegt hat. Nun gehen weitere Teile ins Gebäude vor und müssen Raum für Raum das Gebäude feindfrei machen. Geh weiter vor, erster Stock und Dachgeschoss kommen. Das erste Gebäude ist genommen und aus diesem wird Feuerunterstützung auf die weiteren Gebäude sichergestellt. Schau, die haben schon mit Rauch markiert, sobald sie sich verlassen, wird für euch Feuer eingestellt. Dies stellt ein gefahrloses Annähern der nachrückenden eigenen Teile sicher. Da sich in Stoßrichtung des zweiten Stoßzuges eine Sperre befindet, muss diese umgehend geräumt werden. Die Annäherung des Sprengtrupps wird mit Nebel verschleiert. Nun kann die erste Gruppe des zweiten Zuges das nächste Gebäude angreifen. Der zweite Stoßzug zieht weitere Gruppen nach, um das Gebäude vollständig in Besitz zu nehmen.
Sobald Sie meine Stimme hören, Stoß! Einstellen, kommen Sie vom Ring so schräg rüber und gehen schon rein. Bitte bewegt euch. Fertig? Ja. Aufgrund der hohen Ausfälle werden weitere Gruppen nachgezogen. Gefallenen Soldaten wird die Munition abgenommen, da diese für die weitere Kampfführung dringend benötigt wird. Das heißt 1, 2, 3. Die erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe, dann scheint die erste Gruppe so zu viel, zweite so zu viel. Jetzt vor, unterstützt! Everybody giving them Get up!
Nachdem das nächste Gebäude feindfrei ist, gibt der zweite Stoßzug Feuerunterstützung, um ein Weiterstoßen des ersten Stoßzuges sicherzustellen. Hier 13 am Start kommen. Danke für unsere Gruppe. Toter Zug geht weit über Trummelstrecke, kommt diese Richtung 70. Wir halten einfach Kräuter auf, das ist das nächste Haus. Bitte hör's! Nieder! Mossan in der Gruppe, Antrag feststellen! Mossan innerhalb der Gruppe, Antrag feststellen! 2 Mond 1 Sand. Nachdem nun die Ortschaft genommen und feindfrei ist, wird das gewonnene Gelände gehalten, gesichert und nachrückende Teile können gefahrlos passieren. Ich wiederhole, alle von 50, Abbruch, wir sammeln auf Kreuzung, kommen. Ja, wir verstanden, kommen.